Hallo, ich bin Simon von ilovebodybuilding.de, heute zusammen mit der Sarah und wir beide werden nachher noch ein ganz übles Workout haben. Es wartet schon auf uns, wir wissen schon genau, 100, 110, 120% müssen wir geben und dafür brauchen wir natürlich die entsprechende Energie, die uns zur Verfügung steht. Ja, und der beste Energielieferant ist und bleibt die Nudel. Heute gibt es bei uns ein leckeres Fitnesspesto, dazu natürlich Vollkornspaghettis. In dem Fitnesspesto drin selber ist ein ganzer Strauch frischer Basilikum, Magerquark, Pinienkerne, ein bisschen Olivenöl und ich liebe ihn einfach, bulgarischer Schafskäse. Und als Topping habe ich mir überlegt, oder passt halt einfach am besten, ein bisschen frischen Knoblauch angebraten, so dass sie so werden wie Chips, und ein bisschen Chili dazu und dann natürlich noch ein ganz wenig Parmesan oben drauf. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn einer Knoblauch isst, muss es der andere auch machen, sonst hält man das einfach nicht aus. Wichtig ist, wenn du nachher noch ein wichtiges Date hast, solltest du die Sache mit dem Knoblauch vielleicht besser bleiben lassen. Aber wir gehen nachher ins Fitnessstudio und dann müssen wir auch den Schweißgestank der anderen ertragen. Von daher können die auch olfaktorisch ruhig wahrnehmen, dass wir Knoblauch gegessen haben. Das ist uns eigentlich relativ egal. In dem Sinne, ich mache mich an die Kamera, filme das Ganze und Sarah macht sich ans Kochen und gemeinsam werden wir das Ganze nachher vernichten. Und da ich keinen Bock habe, dass die Memme nachher wieder aufgibt, gibt es ein bisschen mehr. Einen schönen großen Klecks von diesem geilen Pesto. Jetzt das Chiliöl. Ja, also das war heute unser Fitnesspesto. Ihr seht, Simon kann es nicht erwarten. Es muss jetzt losgehen. Josie hat es sich auch schon bequem gemacht. Ich freue mich auf ein nächstes Video mit euch. Eure Sarah und... Viele Grüße, euer Simon. Ihr seht ja Basilikumstrauch, der ist leer wie ein kahles Hühnchen. Fast gut. Wetter weg. Hallo, ich bin Simon von I Love Bodybuilding. Let's go, baby!